die ich eh nicht sehe. Aber die roten Handschuhe passen zu meinem Exoskelett. Die ziehe ich auch nochmal an. Was haben wir denn sonst noch? Hier nichts. Klasseneditor habe ich jetzt wenigstens mal aufsetze hier irgendwie. Jawohl. Hier nicht. Ja, ich meine, okay, die Waffe habe ich auch nicht wirklich benutzt. Exotarnung, kurze Zeit unsichtbar. Oh, das hört sich doch gut an. Die Dinger weiß ich immer noch nicht, wie ich sie einsetze. Hier habe ich nichts Neues. Da nichts Neues. Okay, das kann ich alles so lassen. Würde mich jetzt mal überlegen, ob ich anderes Spiel jetzt gleich erstmal spiele. Oh, es geht ja wieder in das Einzelspielermenü. Scheiß drauf. Aber man weiß halt nicht, was man die ganze Zeit spielen soll. Einige Sachen hier zwar auf dem Rechner. Zum Beispiel Powers of Excel. Arma will bei mir nicht updaten. Keine Ahnung, warum nicht. Ist ein Update drin. Genauso wie würde ich gerne mal wieder 7 Days to Die spielen. Problem da ist aber ja, alleine so eine Sache. Borderlands Pre-Sequel. Der Vincent ist gerade irgendwie auch nicht zu erreichen. GTA 4 kann ich mal spielen. Oder einige andere Titel. Hier gibt es noch die kostenlosen Quake Live, Fistful of Fracks und und. Warzone ist auch eine lustige Sache. Haben wir beim letzten Mal gespielt. Auch schon lange nicht mehr reingeschaut. Da ist nämlich so ein Titel, wo ich sage, ja, das ist so ein Problem. Da erkennt er bei mir die Echse irgendwie nicht wirklich. APP Reloaded, war ich beim letzten Mal drin. Ja, ich muss im Allgemeinen gleich mal gucken mit der Echse. Normalerweise müsste es ja ohne Probleme anerkennen. Da muss ich meinen Stream gleich erstmal umbenennen, würde ich sagen, wa? So. Was denn aus? Kennt er sogar. Guck meine an. Hätte ich gedacht. So, War Thunder, Spiel mal starten. Ich hoffe, der hat nicht so viele Aktualisierungen. Bereite Download vor. Oh. Dito. Bin jetzt eh mal gespannt. Also normalerweise die Echse müsste er erkennen. Nvidia. Du gibst ein schwieriges Ziel ab, wenn du knapp über den Baumwipfel fliegst. Einladung zu, ja.
Jetzt kommt natürlich Game. Müsste man noch eigentlich. Nö, siehst du, das ist wieder etwas. Hier erkennt er zum Beispiel die Echsen nicht. Das verstehe ich nicht. Könntest du zum Beispiel nur über Monitor spielen? Ich hoffe, das funktioniert soweit. Kann ich hier vielleicht in den Einstellungen irgendwas machen? Spieleoptionen, Grafik. Ich gleich mal schauen. So, dann gehen wir mal auf meinen Kanal. Suchen. People. Ja, okay, das funktioniert soweit, sehe ich gerade. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut, Herr Specht. Kann ich wieder zurück auf meinen Kanal und in den Chat rein. Ja, das Problem ist, ich kann jetzt wirklich nur auf meinem Hauptbildschirm scrollen, also die Szene, das nimmt auch auf. Ich kann nicht die Echse auswählen. Das ist, wie ich beim letzten Mal gesagt habe, bei manchen Games geht's, bei manchen wiederum nicht. Und das ist dann so ein Spiel, wo es total, ich sag mal, abkackt. Ja, nicht abkackt, sondern du kannst die Echse einfach nicht auswählen. Aber naja, gut, so. Wie ging das denn nochmal hier mit dem Inviten und so weiter? I don't know in der Nacht. Ich habe 20.000 von diesen Dingern bekommen. Okay. Ich will hier diese Reichsadlermünzen, oder wie die da heißen. Ah, jetzt sind wir in der Staffel, alles klar. Bist du irgendwie im Teamspeak drin oder so? Okay, komme ich mal rüber. Mach ich mal kurz Szenenwechsel. Das muss ich irgendwie auch noch per Tastenkombination einblenden können. Einfach mal Szenenwechsel.
connected. Oh. Bin ich drin in Eingangshalle? You were moved. User joined your channel. Guten Tag. Servus, das ging jetzt aber fix. Ja, ich bin gerade extra ausgetappt. Okay. Nee, keine Ahnung, das ist das, was ich letzt meinte. Also hier kann ich zum Beispiel nicht die Echse auswählen. Ich muss das Ganze über den Monitor aufladen. Total komisch halt. Da kann ich wirklich über die Monitoraufnahme. Funktioniert auch über die Monitoraufnahme, aber naja. Nee, als du es gesagt hast, habe ich extra nochmal OBS gestartet und gesucht. Dann habe ich erst so einen komischen Aces oder so gefunden. Ja. Und dann hat er dennoch nur das Hintergrundbild bei mir angezeigt. Ja, bescheuert, naja. Das habe ich, wie gesagt, bei verschiedenen Games. Mal funktioniert es ohne Probleme. Und okay, mal ist es denn so, dass du in der Luft hängst und denkst dir, warum? Warum, warum, warum? Ja. Mal eben den Sound ein bisschen runterstellen, hatte ich letztes Mal Probleme mit. So. Hast du auch so einen Wiederkehrer-Bonus bekommen von 20.000 Silber-Lines? Ja, aber die fallen bei mir so kaum auf. Ja, sollten lieber mal diese Goldadler da springen lassen. Oh ja, das wäre schön. Das wäre richtig Hammer. Kann man sich wenigstens ein bisschen was kaufen. Davon, dann könnte ich mir nochmal einen neuen Slot so holen. Deswegen, genau. 145 habe ich jetzt. Ich habe gar keine mehr. Ich habe die alle, die Forschungspunkte aufgewertet. 5 Slots habe ich. Einer wäre nicht schlecht, ja. Ich muss gerade mal gucken, wie funktioniert denn das Ganze? Irgendwie bereit muss man klicken, ne? Ja. Und Arcade-Schlachten war richtig, ne? Ja, du musst nur auf bereit klicken. Okay. Und dann war... ja, so. Ist jetzt doch ein bisschen was her. Oh. Wir haben ein neues Fenster. Da hatte ich einiges getan. Oha. So lange nicht mehr gezockt, das Game. Oh, wer hat mich jetzt angeschrieben? Bestimmt Sohnemann von meiner Freundin. Oh, das ging fix. Was ist denn das für ein... Ach Gottchen. Und ich habe nur Bomber dabei. Super. Okay, ich kann mir großartig gar nichts anderes auswählen. Ah. Drei Bomber und... beziehungsweise einen schweren Jäger und zwei Jäger. Oh mein Gott. Obwohl, das ist gar nicht so schlecht, aber... Ach stimmt, wir hatten ja damals dieses Grafik-Update runtergeladen. Genau. Boah, sieht ja richtig fett aus. Oh, hochziehen, hochziehen! So, komm, holen wir mal ein paar Jäger vom Himmel hier. Eine MiG 3, ach du Scheiße. Wer schießt denn hier auf mich? Achso, die... Ah. Hallo. Ne, den krieg ich nicht. Den krieg ich. Reloaded doch. Warum häng ich an die MiG 3 da? Komm schon. Komm, lad schneller. Trifft ihn einfach nicht. Warum treffe ich? Das ist so ein Witz. Ui, 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 ui. Na super, jetzt habe ich ihn einmal getroffen. Das ist doch echt ein Witz. Ich glaube, dafür spielen wir das zu selten, dass wir sagen können, oh, da kann man mithalten. Oh, jetzt versucht mich mit dem Looping abzuhängen. Ja, kannst du vergessen, Junge. Und tschüss, da bin ich raus. Ne, ich noch nicht. Bäm. Ne, erster Flieger. Da kam so irgendwie zu 5 Mann auf mich zu. Schweinekerle. Wieder getroffen. Oh, die MiG ist stark. Alter Schwede.
Er versucht mich halt die ganze Zeit. Ha! Loot zerstört. Sehr schön. Oh oh. Lack 3 oder P36A? Bist du das hier über mir? Weiß ich gerade gar nicht. Wo bist denn du? Ich versuche gerade so einen Dalike. Ach, da hinten bist du. Einzuholen. Aber die verschwinden alle in den Wolken. Auf einmal sind sie weg. Ach, schon wieder weg. Was ist das denn für ein Scheiß? Scheiße, nachladen. Killermann. Flugzeug abgeschossen. Sehr schön. Na, vielleicht bin ich doch besser geworden. Schon sie hoch. Waffe klemmt, alles klar. Boah, Drecksack, hat der mal. Oh, der hat mein Fahrwerk abgerissen. Scheiß Kamikaze-Flieger. Nun, oh, der ist gut, der ist gut, der ist gut. Alter Schwede. Ah, fuck it. Komm, jetzt hol ihn vom Himmel. Und schon wieder nachladen. Ey, das gibt es nicht. Lad schneller. Wow, was macht der denn da? Flugzeug zerstört, Nummer 3. Die fliegen halt alle ins Wasser. Was sind das für Idioten? Wohohohoho. Also ich gönne mir gerade so schöne Luftschlachten hier, muss ich echt mal sagen. Warum habe ich ihn jetzt getroffen? Qualm tut er auch schon. Jetzt muss ich ihn nur noch runterholen. Jetzt sind wir beide ineinander geflogen. Oh, war schön. Das war echt eine schöne Luftschlacht. 3 geholt. Der letzte ist in mich reingeflogen. Oh. Ich bin ihn auch. Ich bin auch nicht ausgewichen, aber naja. Ich bin der Erste momentan. Was will man mehr? Und der Feind hat was verloren. Warte auf Ergebnis. Oh, Schlacht vorbei, schade. Jetzt gerade, wo ich ihn fast hab. Und ich bin besser, glaube ich. Bitte. 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 Ja! Erforsche die Einheit, bla bla bla. Ich jetzt ein Ehrenmodell. Eisernes Kreuz 2. Event and Tournaments New 4. Aha. Shadow Strike, aha. Bodenrettung. Interessant. Und ich habe ein neues Flugzeug. Gefällt mir. Na, ich noch nicht ganz. Kaufen. Der neue Juhu. Tauschen wir mal gegen das. Ja. Was fordere ich denn als nächstes? Für die G50 fehlen mir jetzt noch ganze 166 Punkte. Und dann will ich mal gucken.
So 217. Oder arbeite ich weiter an der Ju? Ich habe verschiedene Geschenke bekommen, sehe ich gerade. Die FW190 und die BF109 G2. Ja, klick mal drauf. Musst du kaufen. Ach du Oder Scheiße, na bestellen. super. Nee, lass mal. Ja, das ist das nämlich. Dann gehst du auf Bestellen, dann meint er hier In-Game-Shop und keine Ahnung. Oh, und dann steht da 19, Geschenk dabei, weißt 19,16 Euro kostet du? die Boah. G100, BF109 G2. Das ist Hammer. Da sieht man wieder, Free-to-Play-Titel sind meistens dann doch nur Pay-to-Win. Ja, wobei das kann man sehen, wie man will. In dem Fall sage ich dir ganz ehrlich, gut, du hast geringe Vorteile, aber du kriegst auch mit deinem Nubi-Flugzeugen schon einiges an Abschüssen hin. Ja, das Problem ist halt, wenn man so guckt, die BF109 G2 zum Beispiel hat 100% Belohnung plus nochmal 100% Belohnung Okay. und plus 184% Forschungspunkte Bonus. Ja, Das ist okay, dann halt kommst du ein bisschen schon. schneller voran, gut, aber ob es das jetzt noch fett macht, da weiß ich nicht. Was nehme ich denn jetzt? Mittelschwere Forschungspunkte. Bomber, Schrägstrich Sturzkampfbomber. Ja. Na komm, nehmen wir die. Ja, ich möchte die bestellen, komm. Kann ich den jetzt austauschen gegen was tauschen wir die denn mal? Nimm ich mal. Pay to win? Ja, Nee, ich habe hier gerade Forschung abgeschlossen. ach du Scheiße. Meine neue U sieht aus wie, weiß ich nicht, wie so ein Tarnnetz irgendwie. Okay. Na egal, hauen wir ein paar Aufkleber drauf. Ich müsste nochmal Mannschaft kaufen. Ja gut, den kann ich ein bisschen trainieren hier. Boah, habe ich viele Punkte. Oh ja, das muss ich auch gleich nochmal gucken. Punkte. Wow, ich habe die erste Siegesmarke bekommen an Aufklebern. Wo konnte ich denn nochmal zusätzliches Personal kaufen? Gute Frage. Ich glaube, das kannst du nur machen, wenn du nachher noch ein Slot frei hast. Mist. Machen wir wie den ganzen Flügel mit einer deutschen Flagge. Das ist schick. Individualisierung.
Quatsch, warte mal. Das Ding drauf. Premium-Konto. Die Dinger kannst du mit Premium-Konto. Aha. Aha. Für sie ein Flugzeug mit einem Aufkleber. Belohnung, 1000 Dingensterbums und ja. Wie kann ich die Punkte abholen oder kriege ich die automatisch? Welche? Ich kriege hier dauernd Nachrichten, wo dann drin steht, von wegen so und so viele Belohnungspunkte, blablabla Punkte und keine Ahnung was. Aber ich kann die irgendwie nicht wirklich abheben. Okay. Aber man muss doch irgendwie draufklicken können, um die Dinge abholen zu können. Naja. Aber ist die Maschine mal ein bisschen individualisiert. Zurück. So, der Bordschütze kriegt jetzt mal hier Treffsicherheit. Das ist gut. Sehr gut. Ich weiß gar nicht, wo ich die ganzen Punkte her hatte. Du kriegst ja mit, wenn du die Flugzeuge häufig benutzt, bekommst du immer wieder Punkte. Was ist das denn für eine Dreckskiste? Die hat voll die Pantherfarbe, ey. Die U87R2? Ne, die G50 Series 7 AIs. Okay. Boah, so voll. Kennst du noch den Tigerentenclub, oder? Mhm. Ja, so musst du die Maschine gerade vorstellen. Ach, du heilige Kacke. Aber die ist groß. Alter Schwede. Na, immerhin. Und noch einen Wachsamkeitspunkt. Sehr schön. So. Man sollte die Silberköpfe sollte man irgendwie auch in diese Goldadler umwandeln können. Und wenn es 100.000 für einen Goldadler kostet, ist ja scheißegal. Wäre schon praktisch. So. Oh, bist bereit? Oh, soweit.